Guten Morgen, Wanderfreunde. Thomas vom Wanderblog. Ich begrüße euch. Heute bin ich in der Eifel unterwegs, genau genommen in Steinfeld. Das ist ein Ortsteil von Kall. Hier beginnt meine Wanderung. Die Strecke hat ca. 12,5 Kilometer und 300 Höhenmeter. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie die Wanderung so ist und warum ich ein Buch dabei habe, dann kommt mit. Ja, es ist nämlich so, dass mich der Kosmos Verlag angeschrieben hat per Instagram, ob ich nicht eine Rezension darüber schreiben möchte. Das habe ich auch per Story gemacht. Ja, aber ich habe ihnen auch angeboten, dass ich ihr Wanderbuch mit Geist und Füßen in der Eifel, so sieht es aus, in einem Video zu präsentieren. Ja, und das mache ich hiermit. Also wir gehen die Tour Nummer 9, Kloster Steinfeld. Und ja, das stelle ich euch heute vor. Das Buch werde ich jetzt nicht die ganze Zeit präsentieren. Es geht halt hauptsächlich um die Tour, was wir hier erleben und was es hier zu entdecken gibt und sowas. Ja, und dann würde ich sagen, bis später. So, jetzt stehe ich hier am Aufschuss der römischen Wasserleitung. Habe ich ja gerade auch ein paar Bilder gezeigt, also sehr interessant und auch sehr bekannt. Immer wieder ein Highlight auf jeden Fall. Ja, gerade waren wir im Ort Urft und am gleichnamigen Fluss Urft. Auch hier war vor einem Jahr die Flutkatastrophe mit verheerenden Folgen. Auch hier hat das Hochwasser gewütet leider. Wie ihr gesehen habt, wird auch die Gleisanlage, also die Eisenbahngleise, werden repariert bzw. neu gemacht. Auch die Flut hat hier einiges zerstört, wie gesagt. Ich konnte jetzt ganz normal rübergehen, ich habe gefragt, aber das wird wahrscheinlich auch noch dauern, bis das alles aufgebaut ist. So, jetzt geht's aufwärts zur Stolzenburg. Ja, das war die Burg Stolzenburg. Allerdings hat man davon nicht mehr viel gesehen. Gibt zwar ein Gipfelkreuz und ein paar Mauern und sowas, aber das war es eigentlich auch schon. Aus ist jetzt auch ganz okay. Ja, der Aufstieg, das war mal wieder Höhenmeter. Ja, die habe ich in letzter Zeit sehr vermisst. Seit dem Megamarsch habe ich ja so richtig nichts mehr gemacht. Und der ist jetzt auch schon 2 Wochen her. Also man ist also richtig träge geworden. Das wird sich hoffentlich im Oktober ändern. Was ich verwirrend fand, war, dass auf diesem Aufstieg zur Stolzenburg Pferdespuren waren. Also ich finde, dieser Weg ist ziemlich rutschig und auch ziemlich steil. Und das mit dem Pferd zu machen, finde ich ziemlich komisch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Pferd schafft. Viel zu rutschig und zu steil, wie gesagt, auch ziemlich schmal. Aber wie gesagt, da waren überall diese Pferdespuren, auch die Pferdeäpfel hat man auch gesehen. Ja, keine Ahnung, das fand ich schon ziemlich komisch. So, und wir verlassen jetzt so langsam den Wald
und kommen dann jetzt zu den Feldern. Wie ihr gesehen habt, folgen wir auch teilweise den Römerkanal-Wanderweg. Ja, sehr schön. Ja, wie gesagt, wir sind hier auf dem Römerkanal-Wanderweg ein kleines Stückchen. Ja, und der Römerkanal-Wanderweg, der war ja bis 2019 auch die Strecke des Megamarschs Köln. Erst letztes Jahr und auch dieses Jahr war das ja ein reiner Rundkurs um Köln. Da, wo ich auch die 100 Kilometer geschafft habe. Video verlinke ich euch irgendwo mal. Ja, also bis 2019 war also der Römerkanal-Wanderweg gleichzeitig auch die Strecke des Megamarschs Köln. Startete von Brühl bis nach Nettersheim, waren auch 100 Kilometer. Ja, aber wie gesagt, die haben das jetzt seit letztem Jahr umgeändert. Ja, und ich finde das auch gut so, weil so eine Streckenwanderung mit so vielen ist vielleicht doch nicht so ideal. Ein Rundkurs ist auf jeden Fall schon besser. Ja, und wie gesagt, fiel mir gerade ein, als ich den Römerkanal-Wanderweg gesehen habe. Ja, das ist auch interessant gerade. Also, weil ich vor einem Jahr oder vor 2 Jahren war das noch alles hier offenes Gelände, also war das hier nicht abgesperrt. Ich glaube, das war mal ein Steinbruch oder sowas. Und das da vorne, das war so eine Art ja, Schutzbunker oder keine Ahnung. Das war auf jeden Fall früher alles frei gewesen. Jetzt haben sie es alles abgesperrt. Schade eigentlich, aber ist halt so. So, wir wandern jetzt abwärts in den Ort Söntenich. Ja, wie ihr seht, ist es ein bisschen wolkiger geworden. Auch die Temperatur ist etwas runtergegangen. Aber trotzdem scheint die Sonne noch und es ist alles wunderbar. Den Ort Söntenich, den haben wir eben verlassen. Jetzt geht es über die Felder Richtung Rinnen. Ja, dann würde ich sagen, bis später. Ja, wie ihr seht, ich muss auch immer wieder ins Buch gucken, aber das ist natürlich auch Sinn der Sache. Aber ich bin es gar nicht mehr gewohnt, aus Büchern Touren zu gehen, beziehungsweise aus Büchern zu lesen. Habe ich früher öfters gemacht, eigentlich nur ausschließlich. Also da gab es nichts anderes. Mittlerweile mache ich das halt so, dass ich
meine Touren, den GPS-Track runterlade aufs Handy und dann halt per GPS-Track gehe. Bücher benutze ich so eigentlich gar nicht mehr, auch wenn ich noch viele zu Hause habe. Wenn ich Bücher habe, dann lade ich mir aus dem Buch den Track runter. Ja, hier ist es ein bisschen anders. Leider gibt es hiervon keinen Track. Also das Buch hat keine Möglichkeit, dass man irgendwelche GPS-Tracks runterladen kann. Das finde ich ein bisschen schade eigentlich. Es sei denn, ich habe mich irgendwie vertan oder habe es übersehen oder so. Aber trotzdem muss ich sagen, ein sehr schönes Buch, sehr informativ. Viel Hintergrundgeschichte zu Kloster Steinfeld oder römischen Wasserleitungen und sowas. Finde ich sehr gut. So habe ich jetzt auch erfahren, dass wir jetzt eigentlich nur noch den Eifelsteig gehen müssen. Also der Eifelsteig führt uns zurück zum Kloster Steinfeld. Und das finde ich dann ziemlich praktisch. Da muss man nicht so viel lesen und sowas. Trotzdem, wie gesagt, kann ich das Buch euch empfehlen. Der Link ist auch in der Beschreibung drin. Wer möchte, kann sich das mal angucken oder bestellen. Und würde ich sagen, bis später. Wie ihr seht, viele Kühe am Wegesrand. Hier gibt es auch einen interessanten Wanderweg für Familien, und zwar den Milchweg. Ich glaube, der ist um die 7 Kilometer lang. Da wird viel über die Kühe und die Milch aus der Region und sowas erzählt. Also richtig interessant. Kann ich nur empfehlen. Ja, und wir wandern jetzt so langsam Richtung Kloster Steinfeld. Ja, wie ihr gesehen habt, ist der Weg leider gesperrt. Also man hätte da hochgehen müssen mit dem Eifelsteig. Das geht leider nicht. Da sind Forstarbeiten abgesperrt. Auch die Wege sind übersät mit Baumstämmen und Ästen und sowas. Also keine Chance, da weiterzugehen. Auch viel zu gefährlich, wie gesagt. Schade eigentlich. Jetzt müssen wir ein bisschen anders gehen. Also wir gehen jetzt weiter hier am Fluss entlang, biegen dann rechts ab. Machen dann einen Abstecher zum Kloster Steinfeld, da, wie gesagt, der Parkplatz etwas woanders ist. Aber das ist nicht schlimm. Kloster Steinfeld sehen wir trotzdem. Und dann würde ich sagen, weiter geht's. Ja, kleine Kurskorrektur, von da sind wir jetzt gekommen. Man konnte also doch einen Weg weiter hoch rechts gehen. Optimal hier der Weg. Da wäre man normalerweise rausgekommen, aber der Weg ist ja gesperrt, wie gesagt. Das heißt, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg hier. Also auch der Eifelsteig ist auch wieder am Start. Das heißt, wir kommen jetzt auf den regulären Weg zum Kloster Steinfeld. Das ist sehr schön. Dann würde ich sagen, bis gleich. So, die Wanderung geht jetzt zu Ende. Mir hat die Wanderung gut gefallen. Es gab einige schöne Highlights, wie die römische Wasserleitung, die Stolzenburg und das Kloster Steinfeld. Ja, letzteres, da kam ich leider nicht in die Kirche rein. Die war leider verschlossen. Kann man nichts machen, aber ihr habt die ja von außen gesehen. Ja, außerdem, wie gesagt, das Buch
wie gesagt, kann ich sehr empfehlen. Ich habe es getestet, gut beschrieben, viele Hintergrundinformationen. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Ja, ansonsten, wie gesagt, ein schöner Tag heute. Nicht zu warm und nicht zu kalt, ideal. Ja, dann bleibt mir noch zu sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch ein Like, ein Abo oder Kommentar da. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Thomas.